Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Mario Party mit dem Christian, dem Bram, dem Flo und mir, dem Peter. Hallo. Okay, pass auf. Flo hat dieses Spiel noch nicht gespielt bisher, deswegen müssen wir es kurz erklären. Monty Maulwurf fängt an, Leute. Sehr gut, Christian. Flo, wir müssen quasi würfeln. Wir gehen über das Spielfeld und irgendwo auf diesem Spielfeld ist ein Stern. Das wird auch gleich angezeigt. Den musst du bekommen. Okay. Der kostet allerdings Münzen. Und Münzen bekommt man auch, indem man das Spiel spielt. Und nach jeder Runde gibt es ein Minispiel. Wie bei Pommel Party. Ja, genau. Wo man dann quasi gegeneinander antritt. Und da kann man dann auch an die Sterne kommen. Münzen kommen. Münzen kosten Sterne. Also Sterne kosten Münzen. So. Ja. So, wer fängt denn jetzt hier an? Monty Maulwurf. Da Monty Maulwurf, ja, natürlich. Wario muss die Runde noch beschließen. Okay, sehr gut. 5 Münzen bekommen wir geschenkt. Guck mal. Generous. Wie viel kosten die? 25? 35. Wir sind uns nicht mehr hundertprozentig sicher, wie viel Münzen die kosten. Jetzt. Hallo, die Münzen kosten? Die Sterne, mein Gott, jetzt bin ich auch schon durch. Ja, aber da steht noch nicht mal angefangen. Da steht nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, die kosten 30. Bin mir aber echt nicht hundertprozentig sicher. Okay, wir starten mit 5. Christian beginnt. Du hast 2 Würfel, Flo. Einmal deinen Standardwürfel und dein Charakter hat noch immer einen eigenen Würfel. Genau. Und kannst du dir aussuchen, mit wem du lieber würfeln möchtest? Es hat, ist das unterschiedlich? Also, oder ja, ja, was Charakter unterschiedlich. Okay. Der zum Beispiel kann keine 1 würfeln, sondern wenn der eine 1 würfelt, dann kriegst du eine Münze. Ach, statt der 1. Gehst du aber nicht nach vorne. Du kannst im Laufe des Spiels auch Begleiter spielen und jeder Begleiter hat dann nochmal einen Würfel. Das heißt, du kannst dann irgendwie auf 16 kommen oder was weiß ich, was du dann würfeln kannst. Okay. Ach so, Peter, ganz vergessen, am Ende des Spiels werden nochmal 3 Preise verliehen und man weiß nie wofür. Wie lucky warst du gerade? Der am meisten auf Rote gekommen ist, wer am meisten gelaufen ist. Moment, doch, das ist doch vorher eingestellt worden. Ja? Nee, das ist bei Pummel Party so, Bram. Bei Mario Party ist das nicht so. Da kann man das vorher nicht bestimmen. Komm mal, ich gehe auf Risiko. Das ist jetzt aber richtig kacke, dass ich direkt vor dem Stern stehe, weil ich habe halt 5 Münzen nur. Aber man kann im Kreis laufen. Wir kriegen einen Toad-Tipp. 4 kleine Kreise. Ja, das ist natürlich, finde ich fair, dass wenn ich schon gespielt habe, der Toad-Tipp. Okay, und so sind die Inseln miteinander verbunden. Okay. Okay. Und dann gibt's noch Brücken. Aber das heißt, du musst auf die grüne Röhre kommen oder die rote, um darüber zu kommen. Wie kann denn die Sandbrücke einstürzen? Kann man bestimmt machen, irgendwie. Okay, cool. Danke für den Toad-Tipp, aber eigentlich wollte ich würfeln. Also, dann hätte ich vielleicht auch mal auf Würfeln gehen sollen, nicht Dulli. Ja, hast du jetzt den richtigen? Oh, -3. Ha! Yes! Wow. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, am Anfang bestimmt schon. Maximal laufen ist doch eigentlich nicht so falsch. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz. Gehst du noch eine Runde, um auf Grün zu kommen, oder willst du über Rot? Ist das nicht ein. Nee, das ist ein Item, scheiße. Das ist, also das. Ja, Items ist doch gut. Ja. Oh, warte! Nee, Flutters Laden. Ja, du kannst doch noch nichts kaufen für 10, oder? Da würde ich auf den blauen kommen und da würde ich auf ein Item kommen. Also, das steht ja da. Also, okay. Ich weiß nicht mehr, was die Items kosten. 5 oder 15? Ha! Ja. Okay, es gibt auch Items, ja. Die kannst du auf unterschiedliche Arten und Weisen bekommen und dadurch kannst du dann zum Beispiel einen Pilz gibt mir auf den Würfelwurf einfach noch ein paar extra. Okay, okay. What the fuck? Ah, interessanter Donkey Kong Würfel. Ach, krass. Aber 5 Münzen kannst du dir auch holen, allein durch einen Würfelwurf. Aber 50-50, da das kacke wird. Ja, das stimmt. Aber auch 50% richtig geil. Wir laufen mal geschmeidig. Wir müssen ja nicht immer so rennen, ne? Weed. Warte mal, es wurde ja am Anfang eingestellt 15 Runden. Heißt das, jeder darf 15 Mal würfeln oder wie ist das? Ja. Okay. Eine Runde wird immer durch ein Minispiel beendet. Das heißt gleich, sobald du durch bist, kommen wir in die Minispiel-Area. Und dann ist die erste Runde vorbei. Okay. Warte mal, bedeutet das, ich krieg die Münzen oder die werden mir abgezogen? Nee, die werden abgezogen. Okay, ja, egal, ich riskiere das trotzdem. Ja, das wäre sonst der übelst krasse Würfel, wenn du die auch kriegen. Ich dachte gerade. Scheiße. No! Ah, jetzt kommen die tollen Minigames. Ah, okay. Und hier kann man jetzt Münzen gewinnen auch. Ja. Alle gegen alle heißt 4 Spieler. Es gibt auch theoretisch Team-Games. Oh nice.
Was passiert jetzt? Wir machen jetzt lustige Bewegungen, oder? Ach geil, da habe ich Bock drauf. Pumpen. Okay, pumpen. Okay. Warte mal, wieso pumpt Monty Maulwurf nicht? Ach so, kann man schon? Runter, nee. Oder ist das nach vorne? Nee, das ist nur üben. Ist das nur hoch runter oder vorne nach hinten wirklich? Ich hab keine Ahnung. Ich mache einfach genau die Bewegung, die ich da rechts oben sehe. Exakt die Bewegung mache ich gerade einfach. Okay, ich hab das verstanden. Ich auch. Sobald du das verstanden hast, Flo, drückst du quasi SL und SR. Das sind die beiden Mini-Tasten hinten drauf. Ich hab die gedrückt. Oder? Ja. Okay. Aber das neu gestartet hat. So, Zeit zum Üben. Okay, gut. Okay. Ready, go! Start! Pump, Monty! Du hast zwar kleine Arme, aber du bist ein geiler Maulwurf. Alter. Okay, Bowser ist gleich fertig. Holy shit. Ja! Nein! Boah, war das knapp. Komm! Tit! Boah, war das knapp. Holy shit, haben wir gepumpt, Leute. Ja. Wie Masturbation und mit zwei Händen. Also wie immer. Das wäre dann bei dir mal ein bisschen seltsam irgendwie. 8 Münzen habe ich dafür gekriegt. Ey, 8 Münzen, krass, okay. Immerhin 2. Ja, ihr müsst nicht weinen. Ist nur die erste Runde gewesen, alles gut. Aber jetzt ergibt es schon Sinn, ne, dass man nicht den normalen Controller nehmen kann. Also das ja. Ja, das ist ja klasse. Tja. Kannst jetzt mal gucken, wie teuer der Shit ist. Will ich aber damit nicht. Wir das auch alle wissen. Aber das ist echt ein krasser Würfel, oder? Da machst du ja gar keinen Verlust. Das ist richtig. Ja, aber du hast auch trotzdem nur so Zweien und so. Du hast halt. Stimmt. Oh, schade, du hast leider nicht genug Münzen. Komm später nochmal wieder. Sie sagt nicht mal, wie viel. Okay. Ja, du hast Christian gesagt, wie viel? Nee, kein. Münzklaufalle? Oh nee, das gefällt mir aber gar nicht. Aber ja, jetzt bin ich ja im Zug. Ah ja, stimmt, ich kann ja das Item Münzen einsetzen. 30 Münzen ist was super. Das wirkt echt viel, ne? Ich bin mir aber vollkommen unsicher. Komm, ich probiere das Item mal aus hier. Let's go, Freunde. Wurf ja, plus 3. Aber du musst doch nur eine 2 oder 3 würfeln, um rüberzukommen. Ja, aber vielleicht will ich hier ja gar nicht rüberkommen, sondern vielleicht will ich, wenn ich mir jetzt mal das Spielbrett angucke, vielleicht will ich eine 5 würfeln. Oh, nee, ja, oder? Was war nochmal das Kleeblatt? Geh mal einen runter. Ein Glücksfeld. Ah ja. Okay, ich will eine 5 würfeln. Ist, 3 kriege also ich ja Flo, jetzt nicht. Also Flo, der Begleiter schon. Ist der Wahnsinn, weil du kriegst halt einfach einen zusätzlichen Würfel. Okay, okay. Begleiter sind richtig gut und Peter hat da bisher immer Pech gehabt. Ja, nur auf den Ding treffen, wa? Jetzt eine 2. Ja, wow, Peter. Nein! Aber 3 Münzen. Ey, krass, du schlechte Münzen. Na komm, wir probieren. Oh, der High Risk, High Reward Affe. Wow! Oh, krass. Flatters Laden, oder? Oh, Sandpuppe. Ja, Flatters Laden ist nur die Richtung. Das heißt nicht, dass du auf Flatters Laden kommst, oder? Doch, du bleibst da stehen. Nee. Ach so. Doch, bleibt da diese weißen Bällchen. Oh. Ja, ciao, Jungs. Ach, da musst du da jetzt reingehen? Ach so, hey, der geht da automatisch rein. Ja. Jo. Okay. Hey, was mache ich jetzt? Ich würde gerne wieder riskieren. Ja, riskier doch. Ja, ich komme. Hält dich niemand bitte auf. Bitte. Ich fühl das ja auch. Nein! Ey, das ist doch so schlecht. Wir könnten jetzt 3 gegen 1 spielen, oder? Ja, könnte passieren, aber passiert nicht. Okay, das geht jetzt. Also wenn du auf dem roten Feld bist, bist du safe im anderen Team. Matoschka, nicht. Jetzt ist das bestimmt so Memory oder so, ne? Kann das sein? Matoschka mit den meisten musst Puppen im Inneren finden. Versuch, ja, was? Und jetzt werden die Puppen vertauscht. Ah, okay. Aber kann nicht jeder einfach das gleiche dann andrücken? Ich hab nicht zugeguckt. Doch, man, ich hab auch nicht. Das ist doch nur what the üben. Fuck geht das schnell? Ist das war nicht üben? Nein, nein, das ist üben. Ist üben. Ist einfach nur ach üben. Ach so, okay. Ich hab am Anfang nicht zugeguckt. Ich auch nicht. Ach, okay, wir sind. Nee. Okay. Ah! Ah!
Oh, okay. Da hat Monty Maulwurf aufgepasst. Okay. Ja, okay, das Spiel ist simpel, aber ich konnte gerade nicht folgen bei der Geschwindigkeit. Ich auch nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen. Aber es ist nur eine einzige, ne? Am Anfang. Ist das Kindergerecht? Ja, das gucken wir jetzt mal. Okay. Ja, wir haben nur eine Runde. Also das Glücksspiel. Start! Wait, was? Ja. Hä? Darf nur einer auswählen? Oh, lol! Was ist das denn? Hä? Was frech ist das? Okay, oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ja gemein. Du hast halt aufgepasst und weißt, welcher das ist. Das ja, aber da muss auch noch schnell sein. Ja. Wow. Okay, good to know. Scheiße, ey. RNG-Spiel wieder, ey. Das war ja eben nicht RNG. Doch, ja, die hätten es nur vorher erklären müssen. Jetzt stand da, glaube ich. Ja, nee, genau. Das stand da nicht. Das stand da nicht. Da standen die Regeln. Schweinerei, ey. Okay. Aber ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber du hast Punkte bekommen dafür, wenn bei den nächsten Öffnen auch welche drin waren, ne? Ja, ja, dann bist du Zweiter oder Dritter geworden. Ich bin Letzter geworden und dadurch Null. Da musst du ja dann auch zusätzlich aufpassen, wo denn. Das ist ja übel schwer, okay. Also mal angenommen, ich würfel jetzt hoch, dann komme ich ja wieder daran vorbei. Das ist doch alles belastend. Ich will's nicht mehr, shit hier. Dann brauchst du einen neuen, stand da, ne? Nutze Info. Ich gebe dir keine Tipps mehr. War das ein Tipp? Oh Leute, okay, du bist ganz fit. Okay, warum nicht erstickst du dran? Ja, okay. Eine extra Münze. Für die gute Laune. Ich bleib stehen und deswegen krieg ich noch eine. What? Das ist ja mega smart. Ah, die Reichen werden immer reicher. Das finde ich krass. Ich bleib einfach hier stehen. Okay. Ich darf jetzt nur eine 1 würfeln. Kann ich das mit beiden? Oh, dann kann ich theoretisch mit beiden. Ich sehe keinen Sinn da drin hoch zu würfeln, ehrlich anders, gesagt gerade. Bei dem anderen hast du ja noch Minus. Ja, deswegen. Oh. Ah, nein! Aber Glückskleeblatt, Peter. Ja, okay. Immerhin. Das ist halt gar nichts. Da habt ihr recht. Okay, einer Gegner fehlt 5 Münzen, du hältst. Okay, ja, gut. Ist das Münzen oder ein Pilz? Ah, gib mal her da. Haben wir schon mal eine Mario Party Runde gespielt, wo es so lange gedauert hat, bis der erste Stern weg war? Weiß ich nicht. Die Münzen sind ja egal, ne? Die Sterne zählen später. Ja, oder? Wenn du Gleichstand also hast, genau, dann zählen. Wenn du Gleichstand okay, und Sterne okay. Hast. Okay. Mal ganz kurz gucken. Okay. Was bedeutet das Ausrufezeichen? Was machst du denn mit dem Spiel wieder? Ja, das ist ein Mega-Blooper. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich nicht so geil, wa? Oh nein, du hast den Mega-Blooper sauer gemacht. Das ist ein wütender Mega-Blooper. What the fuck? Wollte dich denn jetzt hier üben, Leute? So stuff, what the fuck? Ey, du bist genauso weit wie Flo. Okay. Ey, ja, aber ich kann jetzt Münzen. Ein einziges Mal noch. Ich du muss den, du musst den Würfel jetzt bieten, ich verstehe das schon. Das muss einfach Peter? Sein. Ja. Fällt übrigens gerade, ey, kennst du diese awkward moments, weißt du, wenn es für manche Sachen zu spät ist, wenn man sich schon lange unterhalten hat? Ja. Sollen wir diesen mal ranführen? Hast du Flo eigentlich vorgestellt? Ich habe gesagt Flo. Okay. Muss ich Flo auf YouTube Deutschland vorstellen? Hallo? Hör auf, ey, ich mag das immer nicht. Da gibt es Safe-Zuschauer, die mich nicht kennen. Ey, bei uns wird sich immer beschwert, wenn wir Leute irgendwie zum Mitspielen nehmen und dann wird nicht erklärt, wer Flo, das wir sind in einem Team. Nein, Flo ist auch bekannt als Varion, streamt auf Twitch, ist auf YouTube riesig und hat jetzt einen neuen Podcast gestartet namens Offline Ehrlich, exklusiv bei Spotify. Ja. Mit Trimax und Unsympathisch TV. Genau, korrekt. Die 6 zu erwischen. Ach so, ich hab gedacht, ich versuche die 1 zu erwischen.
Okay, warte mal. Möglichst hoch würfeln versuchen wir. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich steuern. Okay, ja. Ja, moin. Oh mein Gott, ey, das ist ja richtig ätzend im Team. Wow. Wieso ist das im Team ätzend? Naja, weil wenn ich jetzt verkacke, hast du allen guten Grund, mad auf mich zu sein. Ich bin doch nicht mad auf dich, Junge. Du kannst es ja kaum beeinflussen. Ja, doch, ich glaube ein bisschen schon. Kann man ziemlich gut beeinflussen, glaube ich. Ja, indem du A drückst. Das ist nicht zufällig. Ja, genau. Ja, nee, aber du kannst halt genau drücken. Der läuft doch immer schnell. Nee. Die läuft immer gleich schnell quasi so. Das heißt, wir müssen jetzt möglichst hoch versuchen. Scheiße, ich hab's aber auch verkackt. Ja, ich muss halt einen Lag einbeziehen, das Dulli. Oh. Okay. Das war ja easy. Ich sag nicht, dass das leicht ist, sag nur, dass das nicht random ist. Ja, okay. Okay, wieder möglichst hoch. Wir müssen aufpassen, dass da nicht gleich irgendwas anders steht. Hä? Hä? Ja, 6 ist ja schon krass. Ach, leck mich doch! Scheiße! Ey, es tut mir leid. Ey, alles gut. 3x6. 3x1, bitte. Ja! Yeah! So. Oh Mann, jetzt hat er schon die 6. So. Okay, das geht aber noch. Das geht so. Mit maximal 5 Punkten. Scheiße! Ja. Ah, mal gucken. 6, 2x6 ist 12. Easy. Nice. Ach, ey, wie du das jinxst! Warte mal, jinxst du das oder sagst du das knapp? Ich spanne Bram an, eine 6 zu würfeln. Das klappt jedes Mal. Ey, ohne Scheiß. Okay. Das ist viel mehr Beeinflussung, als du siehst. Okay. Nein! Ah, Mann! Eins! Ey, das gibt es doch nicht. Ich sag doch, dass das nicht Zufall ist. Man kann das schaffen, aber so einfach ist das nicht. So, so viel gewonnen haben, oder? Ja. Guck mal, da steht ja nichts mehr. Ende! Ja, GG. Ja, fuck. Fuck. Yeah! Boah, wir haben nur gedacht. Nice. Stimmt, bei Teamspielen kannst du so Yeah machen, indem du den Controller hochballerst und dann kriegst du extra Münzen. Ach, aber der vibriert auch wie die Hölle in deiner Hand währenddessen. Also, echt? Das so richtig zu vergessen. Warte mal, dann muss ich nochmal umstellen. Ich glaube, ich habe die Vibration wieder ausgestellt. Da gab es dieses eine Spiel, wo man aufs Vibrieren achten muss. Wo ich einfach 5 Minuten da gesessen und gewartet habe. Wir passieren aber gar nichts. Hast du Vibration an, Flo? Ja, habe ich an. Ja. Sehr gut. Ich finde voll schade, dass sich nicht jede Runde die Reihenfolge, die Zugreihenfolge ändert. Oder tut die das? Wo ging das denn? Nee, bei Pummel Party tut die das, bei Super Mario Party nicht. Ja, so ein, das ist irgendwie gemein. Jo, Controller-Vibration war natürlich wieder ausgeschaltet. Gemein. So, jetzt können wir auch würfeln. So ganz fresh und fair. Jo, der vibriert ja jetzt volle Olle. Auch bei Würfeln. Puff. Oh, 1-2. Was ist das? Ah, ein Check aus. Rot oder blau? Rot oder blau? Meine Lieblingsfarbe ist aber blau. Ey, das ist jetzt hier wie bei Geh aufs Ganze. Möchten Sie den roten oder den blauen Umschlag? Wo ist Tor 3? Das ist ein bisschen Squid Game gerade. Ja, stimmt. Hallo, das ist ein bisschen. Ey, ich glaube, Lakito ist gut. Wer da im Gegner einen Stern oder Münzen klaut. Oh, okay. Sterne gehen ja, Stern gar wird schwierig. Aber das wäre krass OP. Ja, der Stern kostet 30. Ach, 30! Alles klar. Das finde ich gut. Das finde ich in Ordnung. RNG. Wie viel werden da jetzt abgezockt? Random. Okay. Bis zum Ah, das ging ja. Okay, 7. Von 14. Das ist wie im echten Leben. Ich verdiene Geld für andere. Oh, oh. Was ist denn jetzt? Alter. Hat sie mal meinen versteckten Block gefunden? Nein. Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Das war random. Oh, krass. Gibt es, wenn du da richtig stehen bleibst, einen Stern? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, du kannst so einen Stern bekommen. Okay, das ist krass. So, wohin will ich denn? 1, 2, 3. Wait. Du kannst nochmal. Ich weiß nicht, wie oft man über die Brücke. Noch nicht beeinflusst. Ich weiß halt nicht, wie oft man über die Brücke laufen kann, Peter, wa? Da stand, die ist einsturzgefährdet. Ja, ich habe, ich kann halt, wenn ich eine 11 würfel, kann ich mir einen Kollegen dazu holen. Das heißt, ich hole mir jetzt die 3 und würfel hier mit einem 9. Weil ich habe ja noch diesen, den hier. Ja. Die Logik ist flawless. Mein Luck ist 9. Aua, eine 10. Nice.
Aber du kriegst noch zwei Items. Also, da musst du nur dran vorbeilaufen. Du kannst eins kaufen oder... Oh, lol. Die goldene Tröte kriegst du für Flo. Die, teleportiert dich in die Nähe eines Sterns. Aber hast also, du kriegst den Stern dann instant. Ja. Hab wenn du den leisten kannst. Wenn du den leisten kannst. Aber Peter kommt nochmal aufs Itemfeld jetzt, ne? Aufs Glücksfeld bekommen. Meine ich. Glaub. Weil du hast gerade so schnell gewählt, dass ich gedacht habe, Entschuldigung, also muss das war auch mein sein. Fehler. Ich meine nur, weil du kommst. Oh Gott. Ja, ich will aber nicht rüber. Nee? Dann geh ich lieber auf Glücksfeld nochmal. Oh, ich habe auch vor allen Dingen sehr gut gerechnet und komm nicht aufs Glücksfeld. Okay, also, wenn du natürlich sagst, eine 9 oder jetzt eine 8 gebraucht. Oh! Oh! Nein. Nein, völlig ungerechtfertigt. Peter kann nicht rechnen. Komm schon. Ah. 10, das natürlich. 10 ist schon gut. Okay, jetzt muss ich darauf warten, dass ich 30 Münzen habe, um mich dahin zu teleportieren. Die Runde war doch gar nicht so verkehrt. Nee, die war ganz gut eigentlich. Ja, stimmt, die Giftpilze gibt es ja auch noch. Ich glaube, Christian hat auch noch einen. Erstmal gibt es ein Minigame. Ich glaube erstmal ich und dann ist. Nochmal den Sechstag. Zeig's den Würfel jetzt. Ey, ich hab's halt. Ich hab halt eh wenig Münzen. Das macht den Kohl auch nicht fett. Wenn ich die zwei Dinger verliere. Komm, let's go. Yes. Aber du könntest auch vorher gucken, wo du überhaupt hinkommen kannst. Theoretisch. Na gut, aber. Vielleicht stimmt, ist eine 6 auch scheiße. Ja, stimmt. Okay, aber er sagt wirklich nicht, wo. Okay. Da, jetzt kannst du mal gucken. Mega-Pumper. Was muss man nochmal drücken, damit man die. Du kannst dir das Feld. Die linke Taste. Warte mal, links. Okay. Hier ist noch. Warte mal, hier ist noch ein Blooper. Oh, du würdest auf dem Mega-Blooper-Feld, aufs Mega-Blooper-Feld kommen, rechts. Aber das ist rot eins umrandet. Zählt hier auf der Brücke erst. Eins, ja. Zwei, ja, okay. Dass du da rot eingekreist ist, wo du landest. Ja. Du ach, okay, links. Okay. Wird ein Mega-Blooper, aber okay, wird ein Mega-Blooper, heißt das, der macht was Gutes oder generell? Nee, der haut dich dann zum Start. Okay, ja. Ja, wobei, das wissen wir nicht. Das ist, das ist unsere Theorie. Auf Blau bekommst du einfach Theorie. Okay, das ist meine Theorie. Ich könnte sein, dass der auch mehrere Sachen macht. Genau. Dann kommt er dich einfach random über das Feld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Riesentittenfisch irgendwas Cooles macht. Meinst nicht? Ich wüsste, da steht auch Vorsicht, Mega-Blooper. Ja, stimmt, Vorsicht, ne? Ja, komm, ich... Oder? Der haut dich safe zum Start, Junge. Ja, okay. Ich glaube, ja, das würde ich gerne wissen. Ey, ich probier's. Oh. Wir wissen es wirklich nicht. Ja, ich probier's. Das vielleicht haut er dich umsonst wohl. Ja, dass er dich weghaut, ja, aber vielleicht ist er jetzt ein Stern. Vielleicht ist er auch mega Best Buddy mit mir. Ja. Ah, sieht oh, nicht so aus. Oh mein. Aber vielleicht das mittlere Feld. Ach, verdammt. Theorie. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Ja, das wussten wir vorher auch schon. In der Endgame-Kategorie, wer wurde am meisten vom Mega-Blooper weggehauen? Nee, du hast aber geglaubt. Das war kein Wissen, Köder. Ja, war sehr nah dran. Oh, das war... Ja. Du musst einfach die Pfannkuchen wegnehmen. Genau, wer kriegt die meisten Pfannkuchen weggenommen? Aber... Du kannst quasi nur die obersten nehmen. Ja, es gibt aber zwischendurch, glaube ich, gab es auch so Special Funk, die Sterne, die mehr wert waren. Ja. Ja, hier, die Sterne, oh, okay. Die gerade unten sind, die sind mehr wert. Aber man kommt gar nicht unten ran, ne? Okay, gar nicht. Also du kannst Steuerung nur die Mitte ist halt auch eine Tempo, kann man einen wegziehen, wenn jemand schon einen hat? Wenn einer schon in der Hand hat, ist der weg. Okay. Das ist ja richtig. Okay. Wait, was? Achso. Da kommt ja immer noch dieses Intro. Die Geier! Fuck. Nein! Ah! Fuck! Ob er gewartet hat, der Arsch! Komm schon! Oh, ich hab zweimal daneben. Oh, Gleichstand! Boah, Flo, ey! Let's go! High five! Können wir das machen? Was muss ich machen? Nee, können wir nicht machen. Nee, wir sind kein Team. Wir sind okay, ich habe meinen Controller ganz schlecht hochgehalten, okay. Ich meinte eher so Real-Life-Hyper. Hier nicht bei der Mod von Race. Oh, jetzt müsste Monty Maulwurf doch so langsam mal bei diesem Stern ankommen, oder? Ja, gucken wir mal. 6. Das wird beiden Würfeln. Items habe ich nur minus für andere. Also,
Das ist machbar, aber schwierig. Gucken wir mal. Man kann übrigens maximal 3 Items tragen. Und wenn man Viertes bekommt, muss man das abgeben, oder? Musst du 1 abgeben. Ich glaube, dann kannst du das aussuchen, wenn ich mich recht entsinne. Nein! Oh. Nein! Ah, das ist lustig. So, 30 kostet so ein Stern, ne? Die habe ich noch nicht. Was habe ich denn für Items? Ah ja, Peter, wenn du... Die siehst du auch oben. Ja, stimmt. Okay, dann... Na, Peter, was brauchst du, um besonders zu kommen? Warte. Eine 10. Guck mal. Wer mir das sogar sagt. Okay, das könnte ich würfeln. Nein, ich will nicht minus 3 Sterne haben. Nein, ich kann nicht zurück. Ich glaube, du kannst nicht mehr wechseln. Oh, okay, ich brauche jetzt eine 10. Alter, ich komme nicht auf dieses Feld. Du kommst auf die rote Röhre. Auf die Röhre, ja. Was? Das würde ich tun. Als ob du 2 Goldröhren hast. Du musst immer... Okay, du gibst auch Sterne ab. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Ja, es kostet 10. Hm. Was ist denn da mit der Temperaturanzahl? Also wenn jetzt noch einer kauft, dann ist der Laden leer oder sowas, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. So, markiere mir das Feld, wo ich hinkomme. Okay, das ist öde. Kommst du rüber? Ah, da komme ich rüber. Das ist ja auch nicht so schlecht. So plötzlich. Ja, jetzt habe ich Bock drauf. Ich komme sowieso nicht an meinen Mate da. So, guck mal. Hier ist es doch absolut fein, mit dem zu würfeln. Entweder bleib stehen, ich krieg noch ein Item. Das stimmt allerdings. Ja. Können wir so auch erstmal benutzen. Für die ganzen Münzchen, die du geklaut hast, ne? Aber was ist jetzt passiert? Ich hab was. Ja, das ist okay, dass du das jetzt machst. Bram hat ein Item benutzt, um Christians nächsten Wurf 2 abzuziehen. Ach, zwei. Okay. Also wenn er eine 8 würfelt, hat er 6. Genau, ja. Okay. Daumen hoch. Okay. Zeig's den Würfel. Nee, ich nehm diesen. Komm. Zeig's ihm. Du kannst den nicht so einschüchtern lassen, das ist nur ein Würfel. Okay, jawohl, trotzdem die 6. Das wurde belohnt. Ja, ich komme. Gut. Wir hätten nicht genug Münzen zusammenbekommen, um uns diesen Stern zu leisten, außer Christian. Wie der immer besonderes Ereignis erst 5 Sekunden lang steht, er anstatt. Ja, das ist ein bisschen doof, ja. Okay. Bram, let's go. Nicht den Faden verlieren. Oh Gott. Was ist das? Dieses Doppelspiel mit dem Jo. Oh Gott. Das vorgegebene Muster nachbilden. Warte mal, hier. Du bist oben. Nee, ich muss ja erstmal hier hin, ne? Nee. Doch. Wir müssen hier über das obere rüber und dann jetzt hier. Achso, nee, jetzt habe ich. Gott. Warte mal, dann muss ich doch erstmal. Ich muss doch hier hin, oder? Nee, warte mal. Band ziehen. Okay, wir lassen die einmal machen. Ja, warte mal, lass mal einmal. Also, stell dich mal nach rechts, Mitte. Ja, so. Jetzt, nee, hier durch den mittleren durch. Ja, und jetzt nach rechts. Ja, und dann müsste ich quasi so machen. Nee, du musst noch weiter nach rechts. Du musst weiter nach rechts. Nein! Aber warte mal. Der muss doch unten rum. Ja, warte mal. Monty, du müsstest einen links daneben. Ich müsste doch so, oder nicht? Ja, genau. Und du musst einen runter jetzt. Ja, genau. Okay. Muss ich so? Wir gehen immer hier durch die Lücke, falls wir nach unten müssen. Oder Chris, so ist richtig, ne? Ja. Okay. Haben wir es jetzt? Oh, das ist echt schwer. Da ist so viel Druck. Nee, immer. Da müssen wir nicht diskutieren. Immer hier? Aber dann ist ja in dem Fall total dämlich. Ja, wenn wir beide nach unten müssen. Wenn der Faden unten anfängt. Achso, okay. Seid ihr ready, ja? Ja, wir sind schon. Okay. Sorry. Ja, ready. Laufdiskussion. Okay. Was? Als wenn. Ja. Hey! Ach, Scheiße. Okay, warte. Kann ich mal danach? Ich muss runter. Ey, wie schnell die sind. Ja. Ich muss hier! Ja.
Ich dachte gerade, egal. Ey, strange, nice, ja? Bram. Ey, das ist ja, das ist so viel Druck. Nice. Wie wir uns angucken, Junge. Ja, wie sie einfach keinen Daumen nach oben machen können. Stimmt. Als wenn wir uns nicht ganz trusten würden, aber froh sind, dass wir gerade ein paar Münzen gekriegt haben. 10 Münzen. Für 2 Leute, das ist unfair. Alter, wie ich wieder 29 hab, leck mich doch am Arsch. Runde 6. Joa, aber das ist echt scheißegal, oder? Oh, Bram, das stimmt, ich kann zurückgeben. Nicht zurückgeben? Deine Mutter, Alter, du hast angefangen. Vielleicht kriegen das denn sogar wirklich ein Poster durch die Röhre, wer weiß. Ich nicht durch die Röhre. Du bist der Einzige neben mir, der sich die Münze leisten könnte. Also, macht doch voll Sinn. Ja. Item oder nicht? Ach. Hallo! Was macht der denn? Oh, plus 5. Plus 5 Münzies. Dankeschön. Du machst so geile Geräusche, dieser Maulwurf. Tadalü, tadalü, tadalü. In einen Taschenrechner. Jetzt habe ich aber keine Einswürfel, fällt mir gerade auf. Ja, weil das ist doch Pechfeld, oder? Das da? Nee, das ist doch nicht Kampffeld? Ich dachte, adverses Feld wäre Kampffeld, hätte ich jetzt gesagt. Ich sag keine Ahnung. Ja, wie ist denn echt, wenn ich jetzt die 0 würfel, krieg ich dann minus 2 Läufe, dann fällt er nach hinten? Boah, das ist eine gute Frage. Nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Also ich kann's mir aber nicht, das weiß ich tatsächlich. Wissen, genau, also 100% Wissen. Probier es aus. Okay. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da lang laufen? Ich verstehe immer noch nicht, warum die Sandbrücke immer so komisch dargestellt wird. Ja, irgendwann wird die kaputt gehen. Ja, aber warum? Overextendet ziemlich hart diese Geste mit dem Daumen nach oben. Einfach jedes Mal, bei jedem Scheiß, Daumen. Eins, was ist hier? Du verlierst 3 Münzen, das ist schlecht. Eins, zwei, drei. Hier war nochmal 4 und dann wäre ich doch bei oben beim Verbündeten, oder? Ja, das wäre mega gut. Das ist richtig. Boah, das, ich würfel einfach eine 4 jetzt. Ja, nimm den 6er Würfel. Zeig's dem Würfel nochmal. Ja. Okay, jetzt eine 4. So. Eine 3. Ich würde den 6er Würfel dafür nehmen. 3 wäre belastend. 3 wäre belastend. Ja, komm, 4. Alter, was ein Lacker. Oh, was Leiter. Ein Lacker. Peter ist direkt. Oh, ich nehm den Stern. Was? Let's go. Der kostet nur 10. Oh mein Gott. Dankeschön. Und er kriegt noch einen Begleiter, Peter. Oh mein Gott! Das ist jetzt der Ausgleich für das Pech am Anfang mit den Minuswürfen. Alle unter den Kommentaren zerreißen sich bestimmt die ganze hart das Maul, weil wir miese Vollidioten wir sind. Alter. Das ist Peter 2 goldene Röhren, heißt, wer macht jetzt einfach 2 Sterne in 2 Runden? Natürlich gesagt. Holy shit. Ja. Oder, falls Peter das nicht tut, rennt. Yo! Varion da jetzt einfach alles in einmal klar. Hin. Boah! Okay, ja gut, aber ich kann mir den wahrscheinlich eh nicht leisten. Ja, aber jetzt kommt ein Minispiel, ja, wenn du 3 Münzen bekommst. Ja, aber Peter ist immer vor Flo. Das ist also egal. Das ist ja durch, die Geschichte. Ich tatsächlich schade, dass man im Minispiel sich nicht nach vorne arbeiten kann. Ne? Jetzt hat er noch ein Buddy, ey. Was hast du denn dafür schon dürfen?
bist jetzt mit, die Chance auf einen 5 oder 7. Okay, also ich habe einen weiteren Würfel bekommen wahrscheinlich, ne? Genau, du hast jetzt noch einen neuen Würfel bekommen und der Begleiter würfelt nochmal bei einem 1 bis 3 Würfel gleichzeitig. Okay, okay. Bei jedem deiner Würfel. Ja. Also du gehst mindestens 2, ne, 1. Okay, nice. Metallbanane. Oh mein Gott, what the fuck? Bewegen? Ah, du darfst nicht über die Bananen gehen. Okay, Podest in der Mitte. Aber wo muss ich hin? Aber wo sieht man denn, wo das Ach, Podest Ziel in der Mitte. Podest in der Mitte. Was hast du denn hier? 70? Ah, lol, da steht, wie weit man weg ist. Oben links. Also bei euch dann woanders. Ne? Ach, okay. Ja, verstanden. Ach, okay. Ja, aber, Alter, ganz ehrlich, das... Aber ist das immer oben links in der Ecke, oder? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Ey, ich habe ja ewig gebraucht. Okay, alles klar. Boah, das ist schwer. 100? Ach so. Ich dachte... 100 Schritte. 100 ist die maximale Entfernung. Alter. Okay. Okay. Der Weg ist der gleiche, den hat man ja vermerkt. Nein! Fick! Wieder ist denn soweit immer richtig gut. Nein, ich glaube nicht gerade. Nein! Sorry. Sorry. Oh, ich bin so laut! Wo war das? Hä? Nein! Hä? Nein! Ich bin zweiter, okay. Alter, als wenn ich vorm Ziel mal wieder. Gewonnen! Auf dem Thron kommen, ne? Ja, okay, ah, das gut. Stimmt allerdings. Da muss Donkey Kong hin. Stimmt, stimmt. Sahne ist jetzt erstmal gleich wieder einen Daumen nach oben. Bowser ist not amused. Alter, wird Dulli sparen die ganze Zeit auf 30 Münzen und der Scheiß kostet 10. Das ist unfassbar. Ja, aber ist ja gut für dich. Ich glaube, kann es sie das dir einfach holen? Naja. Kann es sein, dass die unterschiedlich kosten? Ich glaube, das kann später passieren, aber... Weil wir waren doch schon des Öfteren unten bei dem einen Stern und da meinte er doch dauerhaft, auch bei mir, dass der zu teuer ist. Ja, aber da hattest du nur 7 zu dem Zeitpunkt. Genau, am Anfang hatte ich zu wenig. Ah, ich bin 10. Ja, Peter, benutzt meinen Würfel. Lass mal jetzt Flo hier seinen zweiten Stern stacken. Das geht ja gar nicht, der dir hier zwei hintereinander direkt sich gönnt. Oh, okay. Endlich kommt jemand vorbei. Warum? Nimm doch nicht. Das habe ich auch nie verstanden, warum man da die überhaupt die Auswahl hat. Das ja. Nicht zu nehmen. Das gewinnen zu lassen. Mm. Ah, ich weiß, ihr seid sehr sad. Ich glaube, wir müssen Peter ein bisschen Münzen klauen. Mhm. Aber es ist immer nur ein Stern auf dem Feld, den man sich holen kann, ja, oder? Ja. Okay. Die Pflicht ist also außer durch. Diese versteckten Blöcke zum Beispiel und diese Geschenke, wo vorhin, die vorhin jemand aufgemacht hat, da konnte man ja auch einen Stern klauen für 30 Münzen allerdings. Ja, stimmt. Okay. Deswegen sind wir auch auf 30 hängen geblieben. Ja. Ja, ich komme mal rüber. Als ob. Ja, aber nicht zum Stern, sondern hey. Andere Seite. Ist doch auch scheißegal, der benutzt... Oder? Ist doch auch egal. Nee, ich bin da unten. Der holt sich ist nicht egal. Den Stern. Ja, aber ja, wenn du gut, direkt daneben rauskommst, ich das musst du dein Item ja nicht benutzen. Richtig. Dann holst du dir 3. Ja, so viel Glück hat der Junge. Ja, aus meinem Turbo-Pilz reinwerfen. Ja. Wie uns Nintendo gelernt irgendwas, hat. Irgendwas ist mit dem Mikro passiert. Ja, irgendwie mach mal rein, rausbauen. Ja. Boom. 0 und 5. Geil. Okay. Da die besonderes rein. Ereignis. Das ist auch immer da steht, ne? Eigentlich einfach fixen. Okay. So. Nintendo macht langsame Spiele. Kannst jetzt auch einen anderen Würfel verwenden, ja. Normaler war Buhu. Ja, der Buhu-Würfel ist genauso eigentlich wie der von Wario. Ja, stimmt. Ja, sehr ähnlich. Außer du willst halt speziell eine 5 oder eine speziell eine 7. Das heißt, du hast jetzt eigentlich mehr Auswahl bei bestimmten Würfen. Das ist eigentlich ganz geil.
Ich würde schon gerne. Schon. Warte mal. Okay. Kann ich. Gehe ich jetzt automatisch hoch oder kann ich auch entscheiden, dass ich hier runtergehe? Nee, du gehst hoch. Nee, die Shit. Richtung ist da vorgegeben. Aber du kommst auf jeden Fall in der Geschenkkiste vorbei. Ja, aber wählt man die immer aus dann? Nee. Ich glaube schon. Echt? Oh. Das ist ja kein Feld. Das Blaue ist das nächste. Jo, du hast recht. Okay. Ach, okay. Geil. Aber die ist rot oder grün, die ist blau. Ja, gut, Pizza mit grün ist aber klar. Das will mich rot, ne? Ja, komm. Jawoll! Oh, oh nein! Oh. Minus 9! Das ist Flo, die das hier bei uns läuft. Ja, ja, krass. Ja, das war 50-50. Bescheißt dich jetzt keiner. Das wusste man nicht. Das konnte man nicht wissen. Nee, woher sollte man das denn wissen? Flo, ich bin da sauer, Pinner. Stimmt. Was? Das war bei Mario. Was ist denn da los? Was ist denn jetzt? Oh, jetzt Münzen, kriegen wir alle Münzen. Geld. Ah, aber du kriegst so viel Münzen, wie du einsammelst oder so, ne? Oh! Nein, nicht nur. Kann ich verdrücken? Nein, nur bewegen. Ah! Oh Gott, ich muss nicht. Gesundheit! Oh Mann, ich habe einen Abgang gemacht. Ey! Ey, das ja, man kommt ja hinten so wieder aus, guck dir das mal an. Die Münzen konnte ich ja noch einsammeln. Oh, okay. Lol. Wieso gibt's hier vorne keine Münzen? Was ist das für eine Scheiße? Bestimmt Bonus, wenn du Erster wirst. Oder? Ja, guck mal hier. Ja, aber was soll die Scheiße? Wieso wirst du so benutzt? Einfach immer mehr Münzen wieder auf. Das ist ein Spiel für mich. Okay, das ist ja ganz anders als im Training. Was soll die Scheiße? Guck dir das mal vor, ich hab schon gar keine Chance hier irgendwie nicht gegen Bowser durchzusetzen. Weil er so schlechtig ist. Ich hab einfach schon minus 6. Okay, Monty Maulwurf. Ich seh Monty Maulwurf nicht. Hey Bowser, was soll das? Kannst du mir jetzt mal wegschubsen? Ja, Bowser ist ein richtig mieses Schwein. Ja, ohne Spaß, ey. Hallo, was denn? Alter, ich komm hier nicht vorbei, weil ich ja, hallo, was denn? Ey! Guck mal, dann lässt Bowser noch nicht schützen. Alter. Nein, ich... Habe ich jetzt bekommen, weil ich Erster bin? Ich habe 3 Münzen mit Erster? Ja, aber da stand ja nicht, dass man Erster werden soll, sondern die meisten ja, Münzen. Ja, stimmt. Aber du kriegst halt 3 Münzen jetzt immerhin. Genau, du kriegst alles. Ja, gut. Jeder kriegt alles, was er eingesammelt hat. Okay. Ja, Monty Maulwurf. Ich habe aber 3 Münzen. Ey. Aber auch das ist ein Stern. Ja, okay, stimmt. Ja, Monty. Wir müssen eigentlich, können wir im Kreis gehen, bis Peter seine zweite Röhre benutzt hat. Stimmt, es ist gar nicht so leicht, nach oben rechts zu kommen, wa? Nee. Wir müssen auch, also theoretisch müssen wir, glaube ich, einmal rüber. Und dann... Sollte ich noch versuchen, den zu holen? Und scheiß auf meine Röhre, die benutze ich später? Das wäre ganz schön assig. Dann nehmen wir den hier. Bei der Kraft von Magic Mushrooms. Ich gehe. Ah, 8! Immerhin. Keine Ahnung, wo, aber hey. Ja. Unten kriege ich. Na, da drin ist nochmal eine Runde. Den Stern. Nee, das irgendwann erst. Schlaue einen Verbündeten? Doch, guck mal. Oh, das klingt aber gut. Ja, siehst du, Christian hasst mich. Also, noch habe ich, glaube ich, eine Chance, als Erster bei diesem Stern zu sein. Der nein, zahlen kann Peter, zumindest. Mama nicht. Nee. Eine Chance ist zumindest da. Nee, hier also muss ich das nur nicht benutzen. Drüben. Ja, aber der hat nicht genug. Der hat nicht genug Münzen. Wie, der hat nicht genug? Der hat 43 Münzen. Hä? Wo ist denn Bram? Und Bram? Links auf der anderen Seite, der muss doch nur über die Brücke latschen. Ach, der ist oben links. Ja, ach, okay. Aber vielleicht kommt der ja... Ich muss das ja noch nicht diese Runde machen. Ja, Peter, ich würde mich auch vielleicht nicht verlassen, also. Ja, der wird ja nicht in einer Runde bis da kommen. Vielleicht schon. Nein, aber dann kann ich... Ich verliere ja keinen Stern dadurch. Ich habe ja immer noch die Röhre. Ach, scheiße. Du kriegst ja schon am Abhaken ist, Alter. Ja. Das ist der größte Asi im Spiel. Oh, lol, stimmt, weißt du? Ich bin ja jetzt auch drüben. Ach, beleidigst du mich denn jetzt? Ja, weil du mir die ganze Zeit die Münzen zockst. Das ist doch nur random gewesen, okay? Ja, und das erste Mal war das auch random. Ja, gut.
war okay, einmal nicht also wenn random. Das so tief sitzt, einen dann direkt als Assi zu bezeichnen, ist natürlich belastend. Ja, ist dann belastend. Böfelder, das sollten wir wohl hinkriegen. Vielleicht. Aber es wäre halt besser, wenn Peter für alle anderen erst die Röhre benutzt. Hanna Lackert. Ja, guck mal. Von wegen, der kommt da nicht rüber, Peter. Hanna Lackert. Oh, krass, okay. Wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass er einfach die Röhre sich benutzt. Deswegen wenn er wollte ich die mal auch rauslabern. Guck mal, Peter, jetzt mal die Röhre benutzt. Hättest du aber noch überlegen können. Warte, dann überlegen hätte Bram vielleicht sich den nächsten geholt. Das spielt halt für Peter keine Rolle. Weiß ja alles vorher nicht. Kann aber nicht deuten, ob die anderen sich freuen oder nicht. Nee, so. Die freuen sich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Die grinsen alle. Wir sind hier nicht bei Tokyo 2020. Ja. Wo du dich auch freust, wenn du verloren hast. Okay. Gut, dann wo fliegst Zeit du hin? Bitte ja. Unten rechts, das, da wäre ich dir sehr verbunden. Ja. Ja, fühle ich? Okay. Ja, nice. Bin ich nicht da in der Nähe? Ich guck mal. Nee, bin ich nicht. Ich bin da unten lang. Ey, okay. So, jetzt die Ereignisse. Shit. Ganz kurz. Wenn man jetzt eine 1 würfelt, ne, jetzt Bram bei dir, und du dann aufs nächste Grüne, springst du dann automatisch wieder in die Röhre? Aber wenn du ich glaub jetzt nicht schon. Läufst. Okay, okay. Ja. Was ist denn, wenn also, du jetzt. Hey, du brauchst, was ist, wenn du eine minus 2 theoretisch würfeln würdest? Dadurch, dass du stehen bleibst, nutzt du schon wieder die Röhre? Ja, ich glaub schon. Gerade. Ich habe gerade die Röhre benutzt, weil ich okay. Den minus 3 Sterne gewürfelt, 3 Münzen gewürfelt habe. Das Sterne einzige Problem ist, so, selbst wenn ihr jetzt. Shit. Ja, aber selbst wenn, hättest du keine Kohle dafür. Ja, aber vielleicht auf dem Weg. Minigame. Achso, nee, jetzt. Ja, stimmt. Ich kann nichts kaufen, ne? Muss nichts kaufen. Ja. Gegnerischer Wurf minus 2, Wurf plus 3. Das ergibt keinen Sinn, ne? Ich sollte eigentlich sparen, oder? Ich will nichts kaufen. Falsch. Du musst investieren, um mehr zu machen. Nein! Hättest du mal vorher nachgeguckt, wo du drauf kommst und gekauft. Hättest du wenigstens einen Pilz gehabt. Ja, jetzt belasten. Oh, jetzt spielen wir. Lol. Ach komm, als würden wir immer noch kein 3 gegen 1 spielen. Das ist ein 4er Minispiel. Ja, das sind eh die schlimmsten Spiele, 3 gegen 1. Ja, weil der eine immer voll den Vorteil hat. Ist das schon wieder dieses Game? Okay. Oh nein, lol. Das gibt's doch nicht. Als ob das schon wiederkommt. Ja, Peter. Wir haben ja gesehen, wenn du mehr Spiele haben willst, dann gibt's nicht ein DLC, sondern Nintendo überlegt sich dann, Mensch, dann machen wir doch ein eigenes Spiel nochmal drauf. Flo, das ist noch Training, ne? Ja, ja, ich wollte nur einmal kurz gucken. Du sagst schon sofort, ja, hinter ja, den Gamer. Ja, ich wollte einfach nur gucken. Oder nicht, in ganz schnell, das check ich ja von mir. Ja, nicht in ganz schnell, im Rhythmus. Die Leute bohren bei mir, ich hoffe, was hört man nicht. Ich laufe ganz schnell nicht. Schnell gemacht, das nein! Da hab ich mir was verkackt. Boah, leck mir am Arsch, ey. Ich bin so schlecht. Wie kann. Ach komm. Das mit dem Rhythmus, muss ich aber sagen, war echt ein guter Tipp, weil ich habe am Anfang echt so schnell wie möglich gemacht. Kein Thema. Dankeschön. Das ist aber auch eine richtig weirde Bewegung, oder? Also. So dieses. Ja, das stimmt, das hat man nicht so. Vor allem so puppt man ja gar nicht. Eigentlich puppt man doch so. Ja, das wird doch viel mehr Sinn ergeben. Aber das Kühlmelken. Weil du Handwerker Peter, bist, weißt du sowas. Ja, gut, stimmt. Wenn du dich an die Bewegung des Kühlmelken erinnerst, die war schon legit. Ja, das stimmt. Oh, kriegst du jetzt den Stern? Das könnte gerade noch 5. Du hast auch noch keinen, das wäre gar nicht so schlimm, wenn du den kriegst. Ey. Finde ich auch nicht so schlimm, wenn ich den kriege, aber eine 5 ist schon. Besser du als jemand anders. Aber Flo kann auch nicht haben. Ich würde es fühlen, wenn ich den kriege, so, ganz ehrlich. Hallo! Wie ungehobelt jemand die Leute da wegschubst. Das finde ich auch krass, ja. Nintendo ist so auf Krawall aus, dabei machen die eigentlich Kinderspiele. Ja, stimmt. So, Peter, du fühlst dich jetzt davor und zockst den beiden nicht. Meine ich, weil ich muss eigentlich das Item einsetzen, bevor jemand, der schon einen Stern hat, einen Stern kriegt. Weil wenn ich mir das jetzt zocke, ne, und dann erscheint der direkt vor deiner Nase, dann hast du 2 und ich bin der am Sack. Am Sack, stimmt, mit 3 Sternen. Verloren. Ja, ja, also sagen wir mal so, ganz dann, weit hin. Das wäre besser, wenn Christian den kriegt. Der teleportiert sich vor deine Nase, Bram, und dann kann ich den dir snacken.
Weil du bist gerade noch größere Konkurrenz. Ja, und aber ich weiß, nach dir dran. Das stimmt, das verstehe ich. Ja, was mache ich denn jetzt? Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Weil wenn ich jetzt nicht einfach das Ding benutze, eins, zwei, geh im Kreis und versuch da einen Begleiter zu holen. Ja, ich will eine 5, genau. Ich will eine 5. Meine 4. Okay, was kann... Ich tippe auch 4 oder 6, macht Peter jetzt. Komm, irgendwann muss ich doch mal diesen Begleiter bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, da ist die 4. 6. Peter, das ist aber... Guck mal, 3 Münzen ist aber... Ja, nix habe ich eingehalten. Einfach nur reingekackt. So. Oh, nur 2. Kann ich so schwer sein eigentlich, oder? Alter, wenn der sich jetzt den Snack nimmt. Oh, okay. Das wäre aber auch krass gewesen. Was macht das nochmal? Ach, einfach. Oh Gott. Ah, ich bin hier noch nicht. Wie eure Münzen scheppeln, ey. Ja, mal der Daumen nach oben. Irgendwas falsch. Oh Mann, okay. So, was brauche ich denn? Ja, ist egal. Du kriegst den nicht. Ja, ich krieg den eh nicht. Aber es wäre ja sinnvoll, eigentlich eine hohe Zahl, dass ich schnell wieder ran. Du hast eh 0. Also theoretisch könnte man sogar überlegen, ja genau, die minus 2 zu riskieren. Mhm. Dann bleibst du auf dem Feld, wo du nochmal minus 3 bekommst. Einfach. Ich komme eh zum Rohr. Ich sehe es schon. Warte mal, wo ist der? Ich komm eh zum Rohr. Oh, du hast ja den... Du kriegst mindestens einen, gehst du ja. Die 7 bitte. Ich glaube, das. Ich glaube, ich komme nicht in eine Röhre. 2, geil. 1, 2, 3. Komm, gib. Ja, komm, 0. Ja, okay. Ich komm nochmal. Ich komm nochmal. Wie riesig der Hintern gerade war. Oh, okay. Gut. Ja, aber jetzt wird ja. Es wird echt. Ja, ich weiß halt nicht. Keiner holt sich jetzt einen Stern dafür. Ich sag, ihr redet die ganze Zeit im Kreis. Dann fährst du Lust. Nee, Christian kommt ja zumindest irgendwann mal vorbei. Nein. Der sagt dann einfach, hast du das? Nein! Okay. Oh, Schaufeln, da sehe ich Monty Maulwurf. Ob du da einen Vorteil hast? Lol. Hä? Okay, ja, du musst Vibration spüren. Das ist vibriert und dann. Wow, eine Münze. Der eine hat gerade 5 da rausgeholt. Na, guck mal. Ah, verstanden. Das ist doch cool, guck mal. Warum vibriert hier nix? Hast du die Vibration ausgestellt? Ja, nee. Okay. Warte ganz kurz. Ich muss es einmal nochmal spüren. Ist hier irgendwo was? Ja, okay. Warte, ist hier nicht was? Okay. Gut. Läufst du noch oder spürst du schon? Okay. Ha! Start! Ja, spürt ihr doch. Oh, 7? Holy shit. Ich hab doch was gespürt hier. Nein. Hier war doch was. Da. Und hier hat Vorschaufelrecht. Bitte noch einmal. Ich spür nichts mehr. Ich auch nicht. Wir haben alles ausgebuddelt. Wir haben alles ausgebuddelt. Okay. Vario abgegangen. Okay, aber ich habe 11, also ich könnte Alter, ich habe 6 den und 7. Das wäre schlecht. Also, du musst jetzt schon dahin kommen, Christian. Ja, ich musste 2 schaffen. Ja, das schaffst du nicht. Ja. Mach nicht den Maulwurfwürfel und mach einfach. Hey, du hast noch einen Turbowürfel! Ich hab noch einen Turbowürfel, also theoretisch. Turbopilz, nicht Würfel. Das wäre die echte Safe-Variante, aber ich sehe das schon. Ja, dann machst du halt nächste Runde. Vielleicht bin ich auch nächste Runde dran, wer weiß. Aber ich nehme mal den. Also welchen Würfel ich nehme, ist ja egal. Mal gucken, weil ich gewürfelt habe. Okay. Ja! Okay. Yeah! Shit! Bitte. So, wo gehst du unten hin? Unten links warst du noch nicht. Oder? Sterne! Und links ist Pram, wa? Also, ich die war oben nicht. Links, dann war die oben rechts, jetzt war die unten rechts, geht im Kreis. Ja, die war zweimal oben links. Oh, shit. Überall hingehen.
Ja, die wird schon unten links, oder? Oh, okay. Oben links. Ja, oben links. Hey. Das ist jetzt da ist doch jemand, ne? Ja, ich bin du da. Du da nicht, Peter? Ja. Ja, ja. Also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, ich verstehe es nur nicht. Mach mal teurer, wenn Peter gleich kommt. Ja, das ist okay. Das ist doch gut, oder? Ja, moin! Ja, da kommt der Held einfach die Kiste shit. Auf, ey, wie so ein Frühstücksbuffet. Ja. So eine Bento-Box. Okay. Brauchst eine 6, Peter. Okay, das stimmt, das steht da ja direkt auch. Aber du brauchst doch mindestens eine 6, oder? Du kommst doch, ja. Wenn du eine 7 würfelst, kommst du ja auch hin. Okay. Ja, ja. Deswegen, ja, deswegen, den. Deswegen. Kascha. Nein! Nur fair. Oh, okay, warte mal. Grüne Röhre, ist die nicht bei mir? Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ich denke, ich hatte drauf, was ist ein Glücksfeld, wa? Mhm. Und über das? Der ist voll krass, der Würfel von Donkey Kong. 10 brauche ich bis dahin. 11 meine ich. Das ist natürlich belastend. Ich kann maximal 10 würfeln. Dann nehmen wir einfach den und gucken mal. Dann haben wir mal ein kleines Stückchen. Aloha. Mann. Das ist belastend. Jawohl, da ist der Daumen wieder. Und? Was passiert jetzt? Oh. Oh. Nur einmal kann man noch. Ah, ne. Mach zusammen, wie waren. Ja. Oh, ein 6er-Würfel. Liegt cool. Dein Wurf fest. Ach, krass. Das ist krass. Jawohl, da ist der Daumen noch. Oh, das heißt, das ist Verbündeter ist safe, auf jeden Fall. Okay. Außer du nimmst die Röhre gleich. Ja, ich... Okay, ich krieg jetzt eine... 7! Okay. Das kann der Lappenladen, der hat nie die Röhren. Ey, Wurf plus Nate, ich hol nichts, Mit 11, was? Schade, ich hätte gedacht, du kaufst jetzt was, das hier neue Waren anbietet. Zeig mir meine Ware. Wurf plus 5, geil. Also jetzt bin ich Loppes gekriegt. Mist. Okay. Nee, schon. Sag mal, drücken wir eigentlich hier auch oder macht er das automatisch? Macht er alleine. Okay. Ach, das war die Scheiße. Was ist das? Okay, oh, du musst das im Mittelpunkt. Nee, achso, das. Ja, du musst jetzt vorne stehen, wenn er das Foto macht. Guck mal, weißt du, man hat meine Augen gesehen. Alleine das müsste ja schon reichen. Okay, oh, das ist ja okay. Das ist total bescheuert. Ey! Da! Wir wohl alleine im Bild. Wo waren da die zwei? Was echt, war das? Ich war da drauf. Hä? Ich kann mich nicht bewegen! Nicht so. Nein, ist das Intro, ist das Intro. Hey! Was, Mario? Was, wenn du da vor mir warst? Der Bowser stand ganz hinten und hat einen Punkt dafür bekommen? Hey! Das ist bescheuert, ey. Das ist richtig bescheuert. Guck mal, Schokoladenseide. Ja, so eine Schokolade. 0 Punkte hab ich bekommen. Scheiße. Boah, ja, das ist genau die richtige Pose, die wir von Mario. Deck? Nein! Ach komm! Einmal noch mal kurz davor geschaut. Ich hab bisher nur einmal Punkte gekriegt. Was? Was? Ja, moin. Was? Ich bin vorne gestanden! Na, so nicht.
Dieses Spiel ist einfach komplett rigged, Junge. Ey, Donkey Kong, ja, guck mal, ey, wenn der zu lang ist, Junge. Ja. Ja. Gleich kommt der Daumen wieder bestimmt, oder? Ne, ach, das ist nicht. Boah, was? Ich hab einen zweiten Move. Am Boden hauen. Ja. Ape strong. So, jetzt sind wir mal realistisch. Das einzige Coole, was jetzt passieren kann, ist, dass Pillar gleich in der nächsten Runde nochmal nicht den Stern kriegt, wa? Damit ja. ich da schnell vorbeifliegen kann. Das ist absolut korrekt. Ich werde das Ding nicht benutzen. Weil ich hoffe halt, das einfach so zu kriegen. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Also. Aber ich will auch kein Item verschwenden, wenn ich jetzt noch irgendeins kriegen sollte. Du hast auch drei. Ja, ja, eben. Das heißt, wenn ich noch eins bekomme, dann muss ich einfach eins wegwerfen. Moment. Könntest aber theoretisch noch einen Pilz nehmen, ne? Also das geht auch, oder? Oder kannst das du das nur weiß ein ich Item? Gar nicht. Okay. Du kannst nur ein Item. Ach, guck mal. Immer. Ach komm, gib mir doch mal so eine Röhre. Ach so, ja stimmt, da hat sich ja nichts dran geändert. Ich glaube, das geht generell nur bei dem anderen Shop. Das ist der normale Shop und das andere ist der Special Shop. Der hat ja auch keine Temperatur. Stimmt. Okay. Bowser. Ich habe eine 50-50 Chance, jetzt diesen Stern zu bekommen. Eine 1 wäre delicious. Gönn doch mal einfach jetzt. Gönne die 1. Snap! Geh nach rechts. Hit. Wir falsch. Wer wird von der Insel verbannt? Das ist rot wie die Liebe! Rot wie die Liebe. Fuck you! Drei Münzen, das ist ja nichts. Flo hat 9. Flo ist komplett ausgenommen worden. Ja, damit! Ja, da freuen wir uns alle, ne? Geht so. So, wo gehst du hin? Unten rechts. Unten links. Ich freue mich vor allen Dingen nicht, weil zwei Leute noch so eine goldene Röhre haben. Unten links. Boah, ich dachte gerade, die geht wieder nach da oben, Alter. Scheiße, wo ist Bram? Schön als Ende der Runde. Der ist gerade da vorbei. Ja, stimmt, ne? Ist das Ende. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber der kommt jetzt da hinten. Nee. Okay, da kommt noch rechts. Ja. Da will ich gar nicht hin. Aber da ist doch gut. Schlecht ist da nicht. Okay. Den Felder. Oder 6. Stimmt, du nimmst erstmal die 6 jetzt safe. Oh, stimmt. Ach, krass, krass, der Teil ist halt schon fällt. Sick. Ich glaub, den hast du. So, Würfel. Bin ich ja sehr gespannt, was jetzt kommt. 6. Jawohl, Schwein gehabt. Oh. Krass, dass du nicht auf die 10 gegangen bist. Hätte ich gedacht, dass du das machst. Kann ich ja nicht. Ich könnte ja nur maximal 6 würfeln. Ach, du hast keinen Würfel, wo eine 10 draufsteht? Ich glaube, du kannst das Item nur wählen dann, oder? Genau, ich könnte das Item wählen. Dann hey, aber du hättest doch einen normalen Würfel nehmen können. Der mit einer 10. Hast du nicht einen 10er Würfel als Donkey Kong? Das stimmt, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt kann ich doch nächste Runde kommen und dir den voll vor der Nase wegsnacken. Das stimmt, das kannst du machen, Peter. Aber ich hätte halt nur 50-50 Chance gehabt. So habe ich jetzt zumindest den Begleiter. Und der reicht mir erstmal. Okay. Du hast sogar 50-50 Chance, hast du 3 mit 10? Ne, ich hab 2, sogar nur eine 1/3 Chance habe ich schon. Okay. Und 2 oder 50-50? Ich bin mir gerade nicht sicher. Boah, schade. Also, aber wenn du den 7er genommen hättest, dann hättest du hinkommen können mit dem Begleiter. Oh, du kommst auf ein Begleiterfeld. Nimm die Sandbrücke. Oder? Komm ich? Ja, guck mal nach. Steht da. Guck mal nach. Steht da die Übersicht. Rechts oben steht da doch noch was anderes. Warte, ich guck einmal. Einfach nur um sicher zu sein. Oh ja, okay. Dein Feld lügt. Nein! Okay. Ich glaube, einmal geht das noch. Alter. Geil.
Die sind da alle auf dem Begleiterfeld gammeln. Ja, alle. Ich stehe auch alleine da. Ich komme jetzt nicht mal rüber, ohne quasi den langen Weg zu gehen. Ja, ist das denn so? Ist Meinst du, das geht kein Mal mehr? Ja, glaube ich schon. Also, du hast ja nicht umsonst jetzt gecrackt. Ja, da hast du schon recht. Ich kann hier lang nicht aufstehen, okay. Boah, 0-3 oder 8? Das ist doch nicht schlecht. Der ist gut. Vor allem, wenn du eine 3 würfeln willst. Ah. Wobei, ja, du hast halt jetzt deine Verbündeten immer dabei. Achso, ja. Stimmt. Du würfelst mindestens eine 2. Boah, das ist jetzt, Schlimmste, ja, weil da was kriegst du jetzt das? Auch noch, du hast einen Vorteil dadurch, dass du Verbündete hast bei den Minispielen. Oh. Aber für, was kann man da jetzt machen? Du hast quasi mehr Leben, wenn du Verbündete hast. Ah. Und ich habe halt keinen Verbündeten und deswegen nur 0 Leben, ein Leben quasi. Wir müssen aber in den Nacken hauen, oder was? Faust in den Nacken, ja, würde ich sagen. Okay. Achso, ich hab keinen. Nice, okay. Von hinten oder von der Seite? Okay. Ja, der Vorteil von den Verbündeten ist halt nicht nur das Würfeln, sondern den Minispielen ist es halt echt krass. Mm. Oh, boy. Hä? Achso. Start! Die gleiche Idee hatten. Alter, das gibt's doch nicht. Was? Hä? Der war doch wohl ganz klar von der Seite angegangen. Oh, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Oh Gott, ist die Steuerung scheiße. Oh nein. Ey, die Steuerung ist so ätzend. Ey, das ist so sch... Alter, das gibt's nicht. Hä? Ach, Bowser. Ja, so. Das nein. Ist selber schuld, Peter. Ohne ja, Scheiß. Ja, ey, das war aber trotzdem knapp. Ja, lässt lieber den gewinnen, der dein Konkurrent ist. Ja, oh okay, nee, den lasse ich nicht lieber gewinnen. Ich hätte lieber euch beide weggemacht. Ja, Münzen ist echt nicht so das Ding gerade. Also ganz ehrlich, so, man hat nichts davon. Du kommst halt nicht früher ran. Ja. Wie viele Runden haben wir denn noch? 4, glaube ich. Also, mit der hier. Aber jetzt, weil ich versucht habe. Ja, ich glaube, so viele Sterne, also ich schätze mal noch ein, vielleicht 2 Sterne, so. Ja, Bram hat noch eine Röhre. Ja, stimmt. Aber 2 Sterne jetzt noch bekommen, wird echt schwer in den Runden. Mal gucken, ich hätte... Oh, komm, komm, geht noch! Ja, aber jetzt geht's rüber. Nein! Oh! Auf 5 Sterne hätte ich eh keine Chance. Also ich hoffe einfach, dass ihr da hinkommt. Ja, das kann natürlich sein. Gar nicht so schlecht. Ja. Wirklich nicht jetzt schlecht. Wenn du rechts kommst, dann bin ich natürlich am Sack. Und jetzt kannst du wählen quasi. Ich wähle nicht, da kommt einfach noch 2 Felder neben den Sternen. Also, oder 1. Ach krass. Okay, das ist ja übel. Okay. Ja, deswegen, die goldenen Röhren ist quasi safe Stern. Ja, ja. Wenn man die Kohle hat. Ja. Ja, ja, nur am Anfang dachten wir ja die ganze Zeit, wir hätten die nicht. Ja. Schämst du dich eigentlich nicht, Bram, so ein bisschen? Wofür? 3 Sterne? Ja, das bin ich. Ja. Sterne! Achso, das bist du. Das ist jeder. Bram. Sorry. Direkt von dir. Einfach von 1 auf 3 Sterne. Ja, stimmt, du bist der Donkey Kong, stimmt. Einmal nach oben. Ich zeig dir dafür gleich mal den Daumen. Hat jetzt voll und ich laber dich an und du so, hä? Von der Nase. Nein. Da war ich doch. Och, komm. Ey. Das ist echt. Okay, was passiert, wenn ich jetzt über die Brücke laufe? Komme ich dann zum Spawn? Das ist ja mega nice. Das Sternenfeld ist in Reichweite. Ja, okay. Lol. Oh mein Gott. Peter, 2 Sterne. Wo ist denn der Scheiß? Der kommt da jetzt noch. Wie viel habe ich denn? 39. Ganz schön krass jetzt. Ist das krass. Das ist natürlich super lucky. Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe schon auf dich gewartet. Ja, wo warst du denn so lange, Peter? Ja, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja, aber kein Problem, Peter. Du warst jetzt einen nach rechts. Da kannst du noch mal. Das war jetzt der ultra lucky, holy shit. Ey, krass, okay.
Pass auf, der geht jetzt einfach wieder nach links. Nein! Peter durch die Röhre und hat den wieder. Okay. Ja, das stimmt. Wenn Peter durch die grüne Röhre geht, steht er direkt wieder da. Ey, Peter, deine Runde gefühlt eine halbe Stunde. Also ich muss sagen, die ging echt lang. War jetzt nicht schlecht, die Runde. So. Würfel habe ich auch nicht. Okay. Dann habe ich eine gute Chance. Muss ich da machen. Oh Gott sei Dank. Aber eins wird auch nicht so schlimm. Ich hab davon noch nicht. Ah, lol, ich dachte, der Typ wäre jetzt weg. Das ist doch lächerlich hoch 10, ey. Vor allem, und ich krieg ja gar keine mehr. Ja, weil eben, er jetzt abhaut. Ich dachte, der wäre schon weg gewesen. Oh, moin. Hä? Oh, ist noch nicht weg. Oh, okay. Oh. Okay, let's go. Das ist eine ganze Lemming-Armee, Alter. Das ist ja. Ja, aber ist auch dumm. Aber ich muss mir eine Röhre holen jetzt. Alter, Meta wäre einfach gewesen, die ganze Zeit am Anfang in der. Du musst halt nur 5 Münzen danach kriegen, ne? Also, die Röhre ist schon wert. Ja. Einfach noch ein Item snacken. So läuft das nämlich. Was ist denn mit Leute? Lol, kriegst du noch einen Begleiter. Alter. Oh Mann, wir haben einfach so eine Itemkiste. Gaban stellt für die meisten Begleiter. Okay. Okay. Termin 4, ey. Wisst ihr, was das ist schon? Ja, nicht aus dem Kopf. Ist schon gesund. Ja. Wir müssen Kasten drum machen. Ah, und dann auch noch bestätigen, darf man auch nicht vergessen. Und in Teams. Okay, das ist ja. Ja, aber man ist immer fest, die linke Seite und die rechte. Aber bestätigen auch noch? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, mit A fixieren. Ach so, okay. Du kannst die Fixierung aber auch aufheben. Das ist so, man muss erstmal sehen, wo sein Rahmen ist. Ne? Ja, es gibt vor allen Dingen mehrere richtige Kombinationen. Okay. Ja, das ist dann ein bisschen blöd. Du musst immer wissen, wo dein Rahmen ist, ne? Ja. Stimmt. Ja, aber der neue Move. Start! Ja. Oh, ich bin da oben gegangen. Das ist natürlich belastend. Ach, scheiße. Da oben wäre auch gegangen? Ja, das gibt immer mehr. Okay. Nein, ich sehe nicht, wo du bist. Hier links, rechts. Ich hab. Ganz rechts. Ich sehe auch nicht, wo ich bin. Ey, das ist so. Das ist übel verwirrend. Du siehst schon, wo man startet. Links. Ah, kam so schnell weiter. Aber schnell geschaltet, sehr gut. Oben rechts. Hier. Nein, hier. Nee, da. Ja! Nee, andersrum, Peter. Scheiße! Ich war auch falsch. Er ist aber, er hat aufgepasst. Ich bin auch so, warum lockt denn das hier ein? Hier, links. Ja. Wo? Ja. Nein, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Links, einer links. Wo bist du? Oh, Mann, ich. Oh, Ende. Alter. Ey, ich hab mich so verlaufen. Ey, das ist. Ja, schade. Verlaufen. Nee, ich hab mich drauf. Ich hab bei dir. Alter! Was ist denn Hütte? Alter, ich hab das so hart, das kannst du gar nicht vergessen. Ich hab es fast vergessen. Ja, was ist. Das ist echt ein Durcheinander, so. Das war echt. Das war nicht gut, Nintendo. Aber jetzt passiert doch irgendwas, oder? Ja. 3 Runden noch. Ah ja, danke, das ist nochmal. Danke.
Der Monty Neuruf ist auf Platz 2. Das sehe ich aber ganz anders, mein Freund. Wird ganz eng. Was? Was? Mario wird gewinnen? Die wahrscheinlich. Was? Ja, liegt bei 70%, deswegen gibt jetzt einen Glückswürfel einfach geschenkt. Nochmal hier, Boy. Ich hab keinen. Okay, da gibt's jetzt mehr Po Plus und mehr Minus. Okay. Und jetzt gibt's noch diese negativen Felder. Super Pechfelder. Wait. Achso. Sehr gefährlich. So. Okay, also die sind schlecht. Ich hab's jetzt nicht schnell lesen können, aber ja, eine 15 schlecht. Wird unwahrscheinlich, aber... Ja, die sind schlecht. Auf einem anderen Spielbrett gab's auch mal super Glücksfelder. Aber nicht auf dem ja. Mega-Blooper-Feld. Aber da steht Vorsicht. Ja, okay, ich weiß nicht. Also, ich dachte jetzt, da passiert nur was aus stimmt. den Aufrufezeichen. Da passiert, hätte ich jetzt auch gekriegt. Stimmt. Ja, guck dich einfach nur lieb an. Ja. Ich nicht in der Mitte der Blüte. Ich muss auf die Ausrufezeichen kommen. 1, 2, 3, 4 oder 5. Warte mal, wo ist jetzt der Stern? Ich hab das schon oben gesehen. Links, warte mal. Ach, oben links, okay. Da, ach, ganz ja. oben links ist er. Kannst du eh vergessen, weil theoretisch wird jetzt jede Runde eine goldene Röhre. Ja, das benutzt, ist schon richtig. Sonst kommt aber ich kann raus. Ja keine benutzen, also irgendwas muss ich ja machen. Okay. Ja, sorry übrigens, falls man das bauen soll, die Nachbarn wollen. Außerhalb der Ruhezeit will ich nur anmelden. Aber man hört es nicht so doll. Außerhalb gibt's doch Mittags. Innerhalb. Sorry, ist das nicht mal verboten worden? Ist das, ey, keine Ahnung. Ist das so Halbwissen? Ich weiß ich glaub, nicht. Ich glaube, für genau. so Bohren und so ein Shit gibt es das noch, oder? Wait, wir haben 14.43 Uhr, das ist doch nicht aus. Bei uns ist halt 13 bis 15 Uhr. Mal Mittags- Uhr. Ach, 13 oder? Bis 15 Uhr ist ja, genau. genau. 13 bis 15 Uhr, okay, ja. Okay. So, jetzt öffnen wir mit dem. Eine 1 kriege ich auf jeden Fall. Ja, durch den Begleiter. Ja. Ich habe ja noch Glück. Guck mal, in NRW ist die nicht per Gesetz geregelt. Ach, okay, krass. Gesetzlich Mittagsruhe gibt's in NRW nicht. Ja, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, NRW ist so voll mit Menschen, die sind alle so auf einem Sack. Ah ja, jetzt höre ich's. Ja. Da wird aber ordentlich abgebohrt. Laut, als wenn er im Raum steht und bohrt, so laut ist das, ja. Aber es geht, glaube ich. Naja. Als wenn er im Raum steht und bohrt, aber es geht eigentlich. Ja, für mich ist es so laut, für euch, glaube ich, geht das. So, wo kommst du jetzt hin? Rechts oben auf die Insel, okay. Das ist ja geil, da bin ich gerade weggegangen. Stimmt. Alter, das Spiel will auch einfach nicht, dass ich hier noch einen Stern kriege. Frech, frech, frech. Ey, die Runden mit, die dauern jetzt, ey, gefühlt eine Viertelstunde irgendwie eine. Ja, hast du meinen Daumen gesinkt, oder? Ja, ja, okay. Der Daumen, der ging ab. Ja, aber jetzt ist ja nicht sinnvoll, würfeln, dass ich ja, die genau. Röhre einsetze, oder? Du könntest auch dir noch einen Begleiter holen. Du hast aber kein Geld, nur zur Info, wa? Genau, ja, du könntest dir den Begleiter holen und dann die letzte Röhre nehmen. Nee, Begleiter holst du dir mit deinem Item. Oh nein. Heiße. Weil du konntest quasi sagen, hey, ich nehme das Item und komme auf jeden Fall auf das Begleiterfeld. Dann heißt du bist bitte. Abhängig davon, wird dein Kollege da würfeln. Oh. Ah, die würfeln beide. Vielleicht ist es so hoch. Zweimal zum, ja. Ja, ja, du läufst einfach zweimal im Kreis. Das kommt hin, oder? Nee, er ist ja jetzt nicht wieder quasi an der gleichen Stelle. Wo ist nur meine Laden? Jetzt ist er weg. Das kann ihn trotzdem triggern. Ja, okay. Das ist fake, glaube ich. Ich hab halt immer da. Was mach ich denn jetzt noch? Ach, scheiße, siehst du? Aber wo war das mit dem Begleiter? Das ja, du hast ja quasi diesen Würfel und kannst dann sagen, genau, ich nehme auf jeden Fall das.
Ding, was mich aufs Begleiterfeld bringt. Ach, okay. Warte mal, was ist denn, jetzt brauche ich mal eure Hilfe, was ist am sinnvollsten, den Pilz oder den Glückszahlwürfel? Den Pilz würde ich, brauchst du eigentlich nicht, weil bei dem Glückswürfel kannst du ja theoretisch auch sagen, wie viel du haben möchtest. Ja, aber obwohl, du kannst es auch nicht, ach doch, das ist ja nur der Würfel, okay. Genau. Ja, nee, dann geht das raus. Dann geht das raus. Yeah. Zwei Runden noch. Ist das jetzt das letzte Minispiel, oder? Vorletzte, glaube ich, oder? Oder gibt es nach der letzten Runde nochmal ein Minispiel? Ich weiß es gar nicht. Bitte nicht mehr kommen. Bitte nicht die Begleiter. Oh, danke schön. Gewonnen sozusagen. Ach, das war lustig. Du musst einfach. Ja, du musst du quasi. Oh ja, nice. Good job, Peter. Hä? Was hab ich denn gemacht? Du musst zwar A drücken zum Springen und dann nochmal um zu springen. Wenn unten Münzen sind, ist halt genug. Oh shit, okay. Und bei Bombe wird's einfach abgezogen, okay. Ja, ich denke auch, ja. Okay. Da gibt's bestimmt auch Taktiken, wo du das richtig teilen kannst, aber. Das ist ja perfekt. Firmastand. Also, wie kannst du mit den 23 Münzen arbeiten? Peter, was geht denn da ab? Ich hab's gut getimed. Die Reihenfolge war immer die gleiche, wa? Ja. Das war schon. Wenn du gespammt hast, bist du immer einen vorher ausgekommen. Ich hab einfach noch nicht einmal 20 Münzen gehabt. Wait, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Aber ich hab eh kein Item. Kannst du das auch gar nicht umdrehen? Ja, danke schön. Oh mein Gott. Immerhin das. Hoffentlich gibt's dafür zumindest einen Stern am Ende. Ich kann eh nicht mehr Vorletzter werden. Ich hab keine Röhre. Ja, hast du recht. Halte das Roulette. Jawohl, verlies einen Stern. Komm. Du musst die abgeben, okay. Bitte ich. Perfekt. Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen für ein Payback, Christian. Hätte Peter jetzt gesagt, bitte ich, wenn ich erledige. Okay, lass ich mal kurz überlegen. Ich habe noch zwei Runden. Wie kann ich noch an den Stern kommen? Wo bist du denn? Kannst hoffen, dass er unten rechts gleich spawnt und dann wartest du einfach so lange und rennst so lange im Kreis. Oder ich komme auf das Feld. Du müsstest sonst einmal über die Brücke laufen, auf das Ausrufezeichen, dann bist du oben rechts und dann musst du nochmal würfeln. Also das ist noch dreimal würfeln sogar für dich. Könntest du dir nicht auch noch eine Röhre holen, Peter, theoretisch? Kannst du noch Münzen? Auf jeden Fall noch ein Item benutzen. Ah. Ne, eine Röhre kann ich mir nicht mehr holen in zwei Runden. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, stimmt. Meinst du, das zieht mehr als 19 aus? Boah. Selbst wenn ich... Nee, das ist irgendwie... 1 plus. Also ich meine, klar, ich muss da benutzen und gehe auf Bram, aber das ist eigentlich scheißegal. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ehrlich gesagt. Ja, auf wen schon? Oh Gott, jetzt habe ich auch noch verklickt. Okay. Cool. Sorry, Flo. Wann ist alles gut. Scheiße. Du bist schon ein mieses Schwein, Peter. Ja. Oh, jetzt weißt du, wie er bei uns läuft, Flo. Okay, lass mich mal ganz kurz, einfach nur sicherheitshalber was gucken. Kann ich hier mal bitte rübergehen? Okay, 14 theoretisch, um noch so eine Röhre zu bekommen. Aber ist machbar eigentlich, oder? Hast du nicht ein Item? Wie denn? Doch, du hast doch den Pilz. Bringt das nicht was? Ja, theoretisch könnte ich eine 15 werfen. Ja, eine 15 könntest du machen. Aber dadurch, du hast gerade ein Item benutzt, du kannst keine zwei Items benutzen. Ah, stimmt. Nee, dann versuche ich vielleicht noch rüber teleportiert zu werden. Oder im Kreis zu gehen, eins von den beiden sagen. Okay, dann bleibe ich hier. Das sind schon viele. Okay, das sind jetzt 19 Felder bis dahin. Aber nicht unmöglich. Was ist jetzt smart? Die Röhre zu benutzen. Vorletzte Runde. Ja gut, kannst du auch noch in der letzten Runde benutzen. Ist jetzt drin. Smart, jetzt schon da die Röhre benutzen, dann bis dahin
Wenn die dann nochmal rechts oben spawnen, ist okay. Flo holt sich noch einen Stern so oder so. Das ist mehr dann Lade. Das wären 8. Können wir das probieren? Wir versuchen, einen Begleiter zu holen. Wenn ich den kriege, dann ist cool. Und dann habe ich nächste Runde zumindest die Maximallaufdistanz irgendwie. Viele Events dabei. Okay, er muss jetzt noch nur 3 würfeln. Okay, dann nicht. 3 würfelt der doch gar nicht, oder? Nicht 1 oder 2? Okay, wenn du jetzt. Ich muss ja eine Röhre einsetzen, oder? 3 oder 4. Ja. Warte mal, kommst du nicht, wenn du aufs Spielbrett guckst, kommst du nicht über die Röhre oben rechts zum Stern? Ja, aber dann ja, musst du mal, ja bremsen. Aber das dauert 2 Runden. Du musst ja eine 3 oder eine 4 würfeln und dann nächste Runde nochmal würfeln. Ich glaube, ich muss mir und die Röhre einsetzen. Bram ist vor dir drin. Ich muss die Röhre einsetzen, oder? Naja, definieren nee, müssen. Du kannst ja auch nee, noch. Warte. Du hast die nächste Runde, kannst du dir auch noch einsetzen. Ich drück schon. Ach, egal. Okay. Ja, aber erzähl, was du sagen wolltest. Entschieden. Ja, ist ja jetzt egal. Du hättest jetzt die 6 auswählen können, um den Begleiter noch zu bekommen. Ey, du bist auch ein Pechfeld. Ich finde, das müsst ihr jetzt zählen. Nicht den Würfel. Oh mein Gott, da ist eine Null mit bei. Ich bin auch so dumm. Ja, aber ist ja egal, du hast ja Begleiter. Ach ja, eben. Eins machst du ja. Oh Gott, ich bin so dumm und hab so Glück. Alles gut. Einfach immer Lehmer drücken. Ja gut, beim Spiel kann man auch schon mal in so eine Dösphase kommen. Ey, stell dir vor, ich hätte jetzt B gedrückt. Einfach aus Versehen gefettfingert und einfach nein, ich will den nicht. Und vor mir selber. Ich weiß nicht, was die da zusammenbauen, ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie die bei mir immer hier laut blasen. Okay, unten links. Ah, links unten. Na gut. Frau Peter, das ist gefährlich für dich. Warum krieg ich noch 2 Sterne? Ah, nee, kann der kann so einmal würfeln. Ich könnte sogar vielleicht bis da kommen. Wenn ich richtig Luck hab. Okay. Kurz, aber vielleicht beim kleinen Begleiter. Eine Röhre kann man da ja nicht bekommen, ne? In diesen Zufall-Dingen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, das wäre krass. Ja, kommt alle her. Hast du dein 3 gegen 1? Jawohl. Wow, und das ist das. Was ist das? Ja, mal. Moin. Okay, du musst dir das merken, was da passiert. Okay. Ja, und ich spiele. Und dann darf Christian. Ich kann aus 3 Fragen auswählen. Ich spiele gegen 3 Leute, die sich den Shit merken können. Ah, ich habe jetzt nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Dann haben wir die Set auch verloren. Vor allen Dingen ist das. Oh! Ja, machen wir weiter. Wir können uns aufteilen, um sicher zu gehen. Ja, das ist ja. Ach so, stimmt. Ja, aber wenn wir das einfach wissen, ist. Ich meine, wenn wir das wissen, ist scheißegal. Ja, das stimmt. Ja, ich hab bereit gedrückt. Okay. Und dann geht die so auf und der falsch liegt, der ist halt raus. Aber wir spielen als Team, das heißt, wenn wir dreimal richtig liegen, dann ist cool. Okay. Gut. Aber du musst ja gar nichts machen, Chris, ne? Du musst ja einfach die Frage auswählen. Ja, also normalerweise hast du in den Minispielen als Einzelner einen Vorteil, weil du immer so einen riesen Schläger hast oder so. Und hier... Ja, nice. Boah, krass. Okay, waren 3, oder? 3. Ja. Nice. Kann man bestätigen? Nee, ne? Nee, wir müssen warten. Geh schnell runter. Ja. Boah, ist das ein Schmach! Wäre richtig peinlich, wenn das jetzt falsch wäre. Alle raus! Muss man sich halt auch noch absprechen. Jetzt hat man den Daumen. Viel besser. Ah, ne, okay. Schade.
Boah, das ist. Ananas. Okay. Safe. Ja. Gut, ich geh auf Ananas. Ja, so. Wollen wir das alle machen? Das ist das, ja, was ich gesehen habe. Okay. Müsst ihr euch selber entscheiden. Oh Gott. Ich übernehme keine Verantwortung. Ja! Geiler Typ. Geil. Selber. Das ist ja super schwer. Habt ihr selber. Ich hätte es nicht gewusst, ehrlicherweise. Ja, nicht. Ich muss jetzt in einer Runde alle drei eliminieren, damit ich gewinne. Das heißt, ich habe statistisch gesehen schon verloren. Alleine wenn ihr nicht wisst, reicht es, wenn einer sich, also wenn ihr euch aufteilt. Ach so, stimmt. Wie viele Toads trugen Äpfel? Boah, ich weiß nicht, waren das nicht zwei? Also ich würde sagen, drei waren nicht. Es auf keinen Fall. Nee, drei nicht. Ich war der Meinung zwei, aber ich bin mir unsicher. Ich dachte null. Gucken wir mal. Oh, null. Eins? Nee, einer. Ach, scheiße, okay. Ja, habe ich uns das Spiel gewonnen, kein Thema. Nice. Ende! Okay, das ist ein bisschen gemein. Können wir uns jetzt High Five geben? Nee. Warte. Okay. Yes! Geil! Und die Maulwurf sonnt sich. Geile Typen. Ja, stimmt. Und die Maulwurf im Hintergrund einfach am Chill. Gut. Macht jetzt den Kohle auch nicht mehr fett. Oder? Ja, bei Gleichstand. Ja, stimmt. Gewonnen. Ja, es werden nachher noch Sterne verteilt. Und jetzt werden noch... Bram holt sich noch ein... Das war, glaube ich. Je nachdem. Die sollten immer so random hingehen und am Ende sagen, ja, wann dürft ihr in der letzten Runde nicht machen? Da würden alle ganz schön dumm gucken. Ja, die Röhren sind schon ein bisschen okay, ne? Okay, das zwei Sterne in einer Runde waren grün. Schon krass. Pizmeat grün. Da habe ich die ganze Zeit Angst vor diesen Scheißgeschenken. Fuck me. Warum hier? Du kannst ein jemanden Stern? Für 30 einen Stern klauen. Ich dachte die ganze Zeit, dass jemand da drauf geht. Nachgesagt. Ich will mal 30 bezahlen. Okay, wollen wir das auch hier wegnehmen, ist auch okay. Ich würde. Ich hätte es ein bisschen gefeiert, wenn du mich genommen hättest. Ja. Ich hätte ich hab's gewusst. Irgendwie hab ich's gewusst. Aber jetzt, wo Bram das eh gesehen hat, ich glaube, so ist deine Chance höher zu gewinnen, als dir den Stern zu holen. Indem du mir den wegnimmst. Ja, aber du brauchst halt dann ordentlich Knete auch dafür, ne? 30 ist jetzt echt. Ja, gut, aber das. Klar, mittlerweile hast du das, aber du kannst jetzt nicht laufend da vorbeigucken. Wenn du falsch willst, kriegst du ja deine Münzen abgenommen. Okay, aber das heißt, ich habe technisch gesehen zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Röhre und hoffe auf den Peter Way of Life mit einem Double Star. Ja, oder du klaust mir den einfach und dann haben wir Gleichstand und dann müssen wir gucken, wer am meisten Sterne am Ende bekommt. Ja. Oh mein Gott. Komm schon, holen dir! Monty, ja, holen dir! Drücken, das ist jetzt komplett, ich kann halt nichts mehr machen, aber. Du schon, komm schon! Oh, Alter, war das knapp, ey. Ich hab zwei von den Dingern gefunden, ich hab keinen Stern bekommen. Ach, okay, wenn Bowser in diesem ist Bereich bekommst du einen Stern, wenn das in dem ja, Bereich ist? Ja, ich glaub schon. Also elf Felder bis zum Stern. Ja, komm mal, elf, schaffst du wohl. Schaffst du doch. Ja, aber ich glaube, ich komme nicht mehr über die Brücke rüber, ehrlich gesagt. Ja, easy. Okay, hier habe ich eine 50-50 Chance, wenn die Brücke noch hält. Weg von der Brücke. Ach, leck mich doch. Und jetzt schützt die Brücke noch mal. Ich glaube. Oh, du kommst auf. Na komm, ich probiere einfach mal gucken, was passiert. Ey, krass, ne, wie oft man da schon rüber. Ja, da stand immer Vorsicht, ein. Brücke und nichts Vorsicht, passiert. Gleich ist alles tot und so. Und du denkst, leck mich doch. Ja, okay. Aber das ist wahrscheinlich, ja. Da ich 50-50 mäßig da oben das kriege, aber dann... Ja, oder? Das stimmt halt, dann ist halt nicht safe, dass du das da oben kriegst. Aber was hast du denn für eine Alternative? Ja, pass auf, einen Stern holen. Ja, stimmt. Genau, also ich kann mir einen Stern holen, da unten, und kann halt hoffen, dass der auch nach rechts fliegt und ich darüber rennen kann. So wie Peter das vorhin hatte. Das Spiel tendiert ja schon zu Mustern.
Aber das kann natürlich auch falsch sein. Oder ich renne jetzt nach oben und wähle entweder rot oder grün. Die beiden stehen da gerade und eine von beiden. Ja, aber wenn du dir den Stern holst, bist du ja nicht mal in Führung, oder? Also ergibt es ja eigentlich mehr Sinn, versuchen den zu klauen. Ne, wenn ich den Stern hole, muss ich darauf hoffen, dass der bei mir in der Nähe spawnt. Ja, oder du mehr Sterne am Ende bekommst. Oder mehr Sterne am Ende bekommst. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit dürfte beim Clown am größten sein. Da hast du 50-50 schon. Boah, Alter. Das ist so belastend. Ich bin dann einer der Männer hier. Ich lasse einfach jetzt eiskalt die Tröte verfallen. Ich hätte da vorher nicht drüber nachgedacht. Okay, was würfeln wir? Wie viele Fälle brauchen wir bis dahin? Zwei. Ja, du brauchst nur noch zwei. Ich mach mal einen ganz normalen Wurf. Komm mal vorwärts. Hast du nicht einen Gleiter? Ja. Du kommst hier rein. So, sechs. Ist doppelt drauf. Also bei Peter waren eben unten eine Runde 12. Haha! 50-50, nee, Junge! Ich sag nichts. Okay, komm, ich nehm rot. Komm schon. Nein! Du Hurenspiel! Oh, schade, Peter. Bitte nicht zu. Ey, mach nicht zufällig, ich danke. Ey, krass, okay. Das ist schon gemein, ne? Das ist gemein. Das ganze Spiel ist ein Arschlochspiel, muss man an der Stelle mal ganz kurz sagen. Noch, ja, wegen der Münzen, das stimmt. So, wie viel sind eine Runde? Das wert jetzt. Meine 12. Aber du musst ja dann selbst immer noch, hat er ja eine 2 gehabt, das heißt, du brauchst 13. Ah, ne, okay, reicht zumindest nicht. Ja, gut. Einfach nochmal hoch und für. Der ja, komm, dann hier. Vielleicht gibt es ja für die meisten Wegschleuderer oder so Kacken. Bist du schon mal weggeschleudert worden? Ja. Aber das ist deine letzte Runde gewesen, oder? Du hast nicht nochmal, ne? Okay. Was hab ich denn für eine Option jetzt? Oh, Spiegel. Ja, guck mal. Wohin musst du denn? Da unten hin. Wo bist du denn? Du kannst den Stern nicht erreichen in dieser Runde. Nee, ne? Naja, ist unmöglich. Aber ich würde, glaube ich, alles zünden, was du an weiten Feldern kriegen kannst. Was gibt ey, ich bräuchte eine 8, um auf Versus. Versus, da kannst du jemandem einen Stern klauen. Dann spiel dir um den Stern. Da steht aber, alle setzen Münzen und treten dann in einem Spiel. Aber das würde ich fühlen. Eine 8 jetzt. Warte mal, Items. Aber du hast zwei Begleiter, ne? Also, ja. Die würfeln ja random. Dem kannst du nur 1 bis 6 machen. Warte mal, wenn ich jetzt die würfeln ja. Nee, 1 bis 6 kannst du, also, oder? Kannst wenn du ich 4 mache und nehmen? Der eine würfelt eine 1 und der andere eine 2. Machen die nicht. Verbündete würfeln in diesem Fall nicht, steht da doch. Ah, stimmt, okay. Dann geht das dann nicht. Dann würfel ich, glaube ich. Ich versuche hier die 8 zu bekommen. Oder? Nee, warte mal. Das. Muss ja, das dann, machen. Dann müssen deine zwei Begleiter jeweils eine 1 würfeln. Ne? Komm, ich nehm normal. Ich glaube, das ist am besten. Ja. Ich glaube, ich nehm. Boah, nicht schon wieder verdrückt. Würfeln. Ja. Nein. Ihr seid so schlecht. Dachte, da rennst du nochmal richtig, ja? Komm, gönnst du dir nochmal dazu, Perfekt. Als letztes nochmal aufs Riesenfeldfeld, Alter. Ey, das ist so schlecht. Das ist aber scheiße. Jetzt bin ich nicht der Einzige, der auf so einem Riesenfeldfeld war. Ach so! Ja, okay. Geil. Ey, ich bin einfach komplett. Ich gebe jemandem die 3 Münzen und dann bin ich wie am Anfang. Ja. Okay, ein Minispiel noch. Okay, Flo. Ich bin Bowser. Ey, du weißt, ich habe nichts zu verlieren, ne? Und du willst gewinnen. Aber zack ich. Das stimmt. Ja, ja, klar. Okay. Oder ist das so wie Overcooked? Ja. Ich kann nur eine Sache immer hochbringen. Oh lol, ich bin so ein Vollhorst. Weg da! Warte mal. Ey. Check das ihn nicht. Ja, verstanden. Ey, Flo, wir sind doch beide rechts und die anderen beide so, sind beide. Ich kann da nichts ablegen. Wir können Christian, da gar nichts ablegen. Nee, Christian muss links abgeben. Ich dachte, man kann, weil eben auch links einer von euch war, dann konntet ihr da nur nichts ablegen.
Okay. Ja, okay, verstehe ich. Okay. Boah, da müssen wir, glaube ich, miteinander schnacken jetzt. Ja, glaube ich auch. Voll genervt schon so. Ja, bist du zu alt jetzt, ne? Alter. Okay, wir sind rechts. Fladenbrot? Okay, ich gehe Tomaten. Okay, ich warte. Boah, die sind ganz hinten. Hey, geh weg hier! Ja, hol ich auf, hol ich auf. Ja, geil. Oh nein. Holst du auch? Ja, ja. Geh weg. Aber ich kann nicht, Salat, ich bin zu schlecht dafür. Nicht. Geh weg hier, Todd! Jawohl. Geil. Okay, ja, Ich hol Tomaten! Jawohl, sehr gut. Dann brauchst du Tomaten. Also, du hast ja einfach gezockt. So. Geil. Ich hol Tomate. Ich Speck. Ich hol Speck. Nein, hey. Scheiße. Ich hol Salat. Tot. Salat. Tot, Junge, Mistkerl. Tomate liegt da schon. Ich hol Tomate. Ja, nee, ich hol Salat. Wir brauchen beide Tomate. Ich hol die zweite Tomate. Ich hol die zweite. Ja, hol. Hol. Ich hol Salat. Ich hol Tomate. Ich hol noch einen Salat. Ja, gut. Ich hol Speck. Ich hol Salat. Ich hol Tomate. Nein. 5-5. Ach komm, ey. Ey. Das ist okay. Alter, nach dem Stress jetzt 5-5, wie unfriedigend ist denn das jetzt? So viel Stress war das doch gar nicht. Alter, das war mega Stress, Junge. Ich hol Tomate! Oh, so. Geil, ey. So, komm, RNG 5000, gib mir einfach Sterne. Das ist immer das beste Mario Party gewesen. Und am Ende kriegt der halt noch so random 3 Sterne. Ja, aber das hatte sich doch mal geändert. Wir haben uns doch jedes Mal jetzt gewundert. Es gibt immer einen Stern, genau. Münzenbonus. Oh. Wer am wenigsten hat? Meisten gesammelt hat. Ja, gut, da bin ich lange raus. Das ist Pinner. Jawohl! Oh Gott. Trödelbonus. Oh, da sehe ich mich. Im Laden. Oh, da sehe ich mich. Wenigsten Felder gezogen. Da könnte Wario echt. Also der ist jetzt zweimal alleine stehen geblieben. Was? Ah, Monty Maulwurf! Monty Maulwurf glänzt durch nichts tun. Ja, dann. Zwei. Ja, es gibt nur die beiden. Das ist ja spannend. Guck mal, da gucken sie gerade noch alle. Wer könnte das sein? Diesmal geht der Sieg an. Ha, ha, ha. Ja! Bowser gewinnt! Yay! Guck mal, wie ihr sogar klatscht. Das finde ich aber sehr fair von euch. Monty, ja, am Ende ist Nintendo wieder fair eingestellt, aber zwischendurch, ne, hast die du Ruck, das ist gemein, ja. Mann, was für ein wahnsinniges, aufregendes, emotionales Spiel. Dankeschön, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Oh, du kannst doch die Grafik oder so, hier, Details oder so, ne? Ja, und Details. Das ist bestimmt richtig krass. Da kannst du sehen, wer hier was gerissen hat. 80 ja. zu 171, Alter. Minispiel gewonnen in Münzen. Guck mal, im Minispiel gewonnen in Münzen hätte Bram gewonnen. Oh, guck mal, 86 gegangene Schritte. Ich war sogar Zweite dabei. Ja, krass. Und ich bin ja viel weniger. Okay. Okay. Und die Grafik sagt uns Folgendes. Ja, es waren hoch und runter. Krass. Ja. Waren auch. Ja, guck mal, ab Runde 10 stand eigentlich schon fest, wer gewinnt. Ja. Da war der Double, die Double Round war da. Da ging es richtig ab. Ja, okay. Flo, vielen lieben Dank, dass du teilgenommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Check Flo's Podcast ab auf Spotify. Der heißt Offline Ehrlich. Oder guckt ihn auf Twitch zu oder auf YouTube. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.